Moin Freunde, bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, muss ich mal kurz etwas erzählen, was ich so noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen mal meine Analytics geguckt und da gesehen, dass über 50% der Leute, die meine Videos schauen, gar keine Abonnenten sind. Von daher wollte ich nur kurz sagen, wenn euch der Stuff hier gefällt, den ihr seht, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das unterstützt mich, den Channel und macht mich einfach glücklich. Und außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Videos mehr. Das nur kurz am Rande. Ich danke euch für euren Support und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Mario Kart 8 Deluxe Online. Nach Ewigkeiten mal wieder eine neue Folge und dieses Mal habe ich euch auf Discord gefragt, ob ihr irgendwelche Themen habt, zu denen ihr mal meine Meinung hören wollt. Und da sind drei Sachen dazugekommen und ein großes Oberthema davon wollen wir heute besprechen. Ihr kennt das Thema alle, ihr habt es in den letzten Tagen mit Sicherheit auch irgendwie mitbekommen, weil anders geht es nicht. Und zwar ist das erste Hauptthema die ganze Geschichte rund um den Coronavirus und wie das so mein Leben aktuell gestaltet bzw. verändert hat. Denn es gibt eben tatsächlich ein paar Dinge, die sich verändert haben für mich. Und allen voran kommt da auch die Frage von Cube an erster Stelle. Er fragt nämlich, wie ist es zurzeit in der Heimat zu Corona-Zeiten? Ja, manche von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Oder die meisten, I don't know. Ich bin tatsächlich jetzt in der Heimat unterwegs. Beziehungsweise natürlich bleibe ich zu Hause. Ich bin natürlich nicht unterwegs, lol. Aber ich habe tatsächlich mein ganzes Equipment und einen meiner beiden Monitore plus halt die Switch und Capture-Karten, Mikrofon und so weiter mitgenommen aus Bielefeld in die Heimat, um eben auch von hier Videos und Streams machen zu können. Denn meine Eltern hatten mir nahegelegt, ich solle doch lieber kommen. Für den Fall, dass irgendjemand krank wird, ist es natürlich strategisch besser, wenn man dann sich umeinander kümmern kann zum Beispiel. Es ist besser, als wenn ich da alleine bin. Ich war am Anfang kein großer Fan dieser Idee, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe so gedacht, eigentlich ist es vom Sicherheitsfaktor besser, wenn ich dort bleibe. Aber gut, am Ende wurde ich überzeugt. Eben unter anderem auch deshalb, als ich meine Mutter gefragt habe, hey, kann ich Ihnen meinen PC mitbringen? Und die meinte so, ja, warum nicht? Und es war natürlich ein gewisser Aufwand, das ganze Zeug hierher zu kriegen, aber es hat sich schon mal gelohnt, denn ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, ein, zwei oder vielleicht sogar noch mehr Monate nicht in der Lage zu sein, zu streamen oder Videos aufzunehmen. Es ist natürlich so, dass hier das Internet bedeutend schlechter ist, als in der Stadt. Du willst mich doch echt pranken gerade, aber ich müsste es trotzdem schaffen. Ist deutlich schlechter, ja. Die Leute, die bei den Streams dabei waren, die wissen das zum Beispiel. Ich kann eigentlich nur in 480p streamen und in deutlich schlechteren Settings statt wie sonst in 1080p 60, aber es geht irgendwie und für die Videos selbst hat es halt keinen großen Einfluss, außer dass halt die Videos länger hochladen, was okay ist, das passt schon und immerhin, der Upload ist ein bisschen besser als damals, bevor ich umgezogen bin. Der ist mittlerweile laut auf dem Papier dreimal so hoch, im Real merkt man davon nicht so viel. Auf jeden Fall, abgesehen von der ganzen Internet- und YouTube-Geschichte, man muss auch ein bisschen gucken. Ich muss jetzt hier zum Beispiel mehr Rücksicht nehmen. Ich kann zum Beispiel nicht mehr abends so lange streamen oder so spät streamen oder so. Darauf muss ich einfach achten. Das ist einfach dort in der Stadt anders, weil ja, da wohne ich halt alleine beziehungsweise mit einem Mitbewohner, aber der ist ja, den juckt es halt nicht. Dementsprechend, da muss ich mich so ein bisschen umstellen. Aber andererseits, da ich für den im Umkehrschluss hier unterkomme und für mich gesorgt wird und ich zum Beispiel jetzt nicht selber mein Essen kochen muss und so Sachen, finde ich, ist das ein Opfer, das ich bringen kann. Weiß nicht, finde ich, kann man machen. Also es ist auf jeden Fall interessant, das mal zu erleben. Ich finde auch tatsächlich das Setup hier relativ bequem und gemütlich, das ich hier habe. Es ist eigentlich ganz chillig, mal mit einem Monitor jetzt nur aufzunehmen. Auch mal wieder was anderes, habe ich auch seit Ewigkeiten nicht gemacht, weil ihr damals ja durch eure Spenden den zweiten Monitor finanziert habt. Danke nochmal. Aber ich freue mich auch schon wieder darauf, wenn es vorbei ist. Ich weiß halt noch nicht, wann. Das weiß ja aktuell noch niemand. Ja. Also, wann ich zurück nach Bielefeld fahre, meine ich jetzt. Ne? Wenn es zum Beispiel eine Entwarnung gibt von der Bundesregierung, dass man wieder easy reisen sollte oder dass es nicht mehr so schlimm ist, wenn die Curve genug geflattened wurde. Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Dementsprechend habe ich ja den PC auch mitgenommen, weil es nicht absehbar war. Und vielleicht ist es in 3 Wochen, vielleicht ist es aber auch erst in 2 Monaten. Es ist nämlich jetzt auch so, dass meine Uni
nicht nur den Semesterstart, beziehungsweise ja, den Start der Vorlesungszeit, ja, bla bla, nach hinten verschoben hat, auf den 20. April. Nein, alle Mails, die seitdem gekommen sind, lassen durchscheinen, dass es dieses Semester keine Präsenzveranstaltung geben wird. Heißt auf Deutsch, keine Veranstaltung, bei der man da sein muss. Das heißt, die Dinger werden wohl scheinbar dann online gelöst. Manchmal wohl über Skype-Gruppen oder halt über die Online-Cloud der Uni und so weiter. Mal gucken, wie es genau funktioniert. Fakt ist, ich werde vermutlich dieses Semester nicht zum Uni-Gebäude müssen. Sagen wir es so. Außer vielleicht mal zur Bibliothek oder sowas. Aber sonst werde ich das Ganze wohl hauptsächlich über Online-Lösungen regeln. Was auch spannend ist. Es ist dann so eine Sache, da kann man später seinen Enkelkindern davon erzählen. Von der großen Pandemie damals und wie das alles so durcheinander gewürfelt hat. Ist spannend. Aber dementsprechend kann es auch sein, dass ich erstmal so schnell gar nicht zurück nach Bielefeld muss. Auch wenn ich vielleicht gerne würde. Wisst ihr, weil ich müsste ja nicht zur Uni, ich könnte das auch von hier machen. Es ist alles ein bisschen schwierig und eine genaue Antwort gibt es darauf nicht. Aber auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass ich dieses Ganze möglichst schnell regelt, auch wenn es hier ganz chillig ist und ich es natürlich auch cool finde, halt bei meinen Eltern zu sein und so weiter. Aber ich wäre halt lieber wieder in der Stadt, weil ich dann mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten habe. Roman fragt, wie lange dauert, denkst du, wird das mit der Quarantäne noch dauern? Und was machst du während das mit dem Unikram? Also, ich jetzt rein faktisch gesehen, bin ich ja nicht in Quarantäne. Ich habe jetzt halt für mich selber nur entschieden, dass ich dieses soziale Kontakte vermeiden halt aufs absolute Maximum treiben möchte. Ich hätte mich heute zum Beispiel mit zwei Kumpels treffen können. Die treffen sich auch. Aber ich habe dann gesagt, nee, weil auf der einen Seite, guck mal, ich kritisiere das bei anderen Personen, die sich halt in größeren Gruppen treffen und sage so, oh, das ist ja, da habe ich zum Beispiel bei meinen Nachbarn, habe ich mal getwittert, von wegen, dass ich es irgendwie unverantwortlich finde, wenn man sich jetzt halt in diesen größeren Gruppen trifft. Was wäre ich denn dann für ein Dude, der das dann trotzdem macht? Das wäre ja scheinheilig hoch 15. Dementsprechend mache ich das nicht. Geht für mich klar. Auch wenn ich sagen muss, langsam wird es ein bisschen. Also ich sag mal, gestern hatte ich wirklich einen Spaziergang nötig. Da war ich dann mal für ein Stündchen draußen. Bin so ein bisschen durch den Wald gelatscht. Es geht halt hier auf dem Dorf einfacher, ohne halt Leute zu treffen. Also ich habe unterwegs zwei Leute getroffen mit Hund. Aber die sind dann in einem ausreichenden Abstand an mir vorbeigegangen. Von daher war das hoffentlich kein Problem. Aber in der Stadt zum Beispiel wäre es halt schwierig, erstmal irgendwo hinzukommen, wo man halt zum Beispiel nice durch den Wald laufen kann. Auch wenn Bielefeld sehr grün ist und direkt am Teutoburger Wald liegt, ist es halt so, dass ich erstmal mit Bus oder Bahn dahin müsste. Ja, muss halt nicht sein. Das ist hier auf dem Dorf auf jeden Fall besser. Wenn es darum geht, wie lange ich noch glaube, dass dieser Zustand jetzt ist, na, von wegen Kontaktverbot und dies und das, es gilt ja erstmal für 2 Wochen, soweit ich das weiß. Aber ich bin jetzt mal Pessimist und sage, 2 Wochen sind dafür nicht genug. Denn es geht ja nochmal darum, diese Kurve abflachen zu lassen. Und ich habe vorhin eine Statistik gesehen. Ich meine, das war bei Spiegel Online, also bei einer vertrauenswürdigen Quelle. Also aktuell kursiert ja auch viel Shit im Internet, ne, zu Corona. Da wurde gezeigt, dass man schon leichte Abflachungen der Kurve bemerken kann. Das allerdings aufgrund der Maßnahmen, die vor ja, ungefähr 2 Wochen getroffen wurden, als nämlich die Schulen geschlossen wurden. Was eine smarte Idee war. Und in 1 bis 2 Wochen wird man dann hoffentlich die Auswirkungen sehen von diesem neuen Kontaktverbot, wenn sich denn die Leute dran halten. Ich habe das Gefühl, sie tun es. Als ich gestern durchs Dorf gegangen bin, war ultra ruhig, wirklich. Also auf der ganzen Straße, ich habe kein Auto gesehen, was ungewöhnlich ist, aber auch irgendwie schön zu sehen. Klar, die Situation ist nicht schön, aber es ist immerhin gut zu sehen, dass Leute sich dran halten. Parallel dazu gibt es auch genug Leute, die es nicht dran halten. Wie gesagt, wenn ihr es vermeiden könnt, ihr habt es schon 1000 Mal gehört, aber wenn ihr es vermeiden könnt, dann lasst die sozialen Kontakte aktuell sein. Denkt immer dran, das, was ihr jetzt gerade vermeidet bzw. ausfallen lassen müsst, das könnt ihr dann in einem halben Jahr oder selbst wenn es erst in einem Jahr ist, come on, könnt ihr es halt 3-mal so nice nachholen. Dann habt ihr euch 5-mal so viel zu erzählen und so weiter und so fort. Ich wollte bremsen. Mal als Beispiel habe ich mir jetzt auch gedacht, ne? Klar, jetzt sehe ich meine beiden Kumpels nicht, aber mein Gott, dafür dann halt, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder wann auch immer der Spuk vorbei ist. Das ist nämlich gerade die Frage von Roman, wie lange ich glaube, dass das noch so geht. Also,
Ich kann mir zum Beispiel Folgendes nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Schuljahr normal stattfinden wird. Also nach den Osterferien einfach so, ja, jetzt geht's wieder, jetzt machen wir die Schulen wieder auf. Das wäre nämlich selten dämlich. Weil zu diesem Zeitpunkt werden sich noch viel, viel mehr Menschen infiziert haben, weil das ist ja exponentiell. Ja? Dementsprechend hätte man dann auch rein von der Logik her die Schulen offen lassen können, bis es gerade richtig krank wird und dann erst zumachen. Dementsprechend wäre es ziemlich sinnlos, sie wieder zu öffnen nach den Osterferien. Ich glaube also, dieses Schuljahr wird deutschlandweit nicht nochmal normal werden. Selbiges gilt auch für die Hochschulsemester, zumindest an meiner Uni, wie gesagt. Wenn man jetzt aber über den Sommer hinaus guckt, schwierig. Ich habe wirklich keine Ahnung. Theoretisch, ich habe mal vor ein paar Wochen, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, die News ändern sich ja auch ständig. Da hat, glaube ich, das Robert-Koch-Institut noch gesagt, die Hochzeit wird so im Juni bis August sein. Das wäre ja auch mitten in den Sommerferien dann. Aber Hochzeit heißt ja nur, dass das dann der Punkt sein wird, wo die meisten sich neu infizieren, beziehungsweise die meisten infiziert sind. Eins von beiden, wahrscheinlich eher letzteres. Ha, es ist schwierig. Theoretisch könnte der ganze Spuk schon im Herbst vorbei sein. Eventuell auch erst Anfang nächstes Jahr. Und wieder andere sagen, na, Corona wird uns immer begleiten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Virus halt bleiben wird, ne, so wie es auch immer wieder Ebola-Fälle gibt oder auch zum Beispiel Pestfälle. Ja, gerade in Südamerika oder Afrika gibt es auch die Beulenpest immer mal wieder. Das wird vielleicht mit uns bei uns bleiben, aber natürlich nicht in diesem Maßstab, wie es heute ist. Dementsprechend, ich behaupte einfach mal, 2021 wird das Ganze nicht mehr so ein akutes Thema sein. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass es uns noch bis zum Ende des Jahres begleiten wird. Weil ich denke, nächstes Jahr gibt es dann wohl auch den Impfstoff. Irgendwann. Oder irgendwie zumindest. Ne, irgendein Mittel dagegen. Das dauert ja immer so, also aus der Vergangenheit hat man ja gesehen, es hat immer so ungefähr ein Jahr, meistens sogar ein bisschen länger gedauert. Allerdings, aktuell arbeitet ja wirklich praktisch die ganze Welt daran. So. Und abgesehen von den USA, die sich da irgendwie die Exklusivrechte an diesem Medikament, was angeblich, also was in der Testphase ist, kaufen wollten, sind auch die meisten da relativ solidarisch, was ziemlich ehrenhaft ist. Aber mal gucken, ne? Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, als gesamte Menschheit das Ganze ein bisschen schneller zu besiegen, indem wir gemeinsam arbeiten. Weil ich glaube, gerade in dieser Phase ist es sehr gut möglich, dass wir einen Anstieg von diesem nationalistischen Shit sehen. Ja, von wegen, es fängt bei sowas an wie, guck mal, das ist ja der China-Virus. Und guck mal, macht mal die Grenzen zu, sonst kommen die ganzen Leute rein, die den Virus aus dem Ausland bringen. Jetzt gar nicht unbedingt irgendwelche Flüchtlinge, aber einfach generell. Ja, macht mal lieber die Grenzen zu, sonst kommen die Italiener noch rein. Oder macht mal lieber die Grenzen zu, sonst kommen die Polen noch rein. Oder halt sowas. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass diese Situation, auch jetzt der Abschottung, weil jetzt sind die Grenzen ja größtenteils geschlossen, auch von Deutschland zum Beispiel, was ich ziemlich krass finde. Weil Deutschland eigentlich ja als Zentrum von Europa immer diese Values von den offenen Grenzen offen gehalten hat. Nicht nur während der Flüchtlingskrise damals, sondern generell, dass es sogar in Deutschland dazu gekommen ist, dass man gesagt hat, okay, wir müssen das machen, das zeigt schon ein bisschen den Ernst der Lage, Leute. Hat es ja auch so noch nicht gegeben. Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Den roten Faden verloren. Genau. Ich hoffe einfach mal, dass diese länderbezogene, nationalistische Sichtweise nicht so erstarken wird. Ich fürchte schon. Vielleicht kriegen wir es aber tatsächlich hin, einfach mal als Welt zu agieren. Das wäre ganz nett. Meine andere Hoffnung wäre einfach, dass wir während und vor allem auch dann nach der Krise einfach mehr appreciaten, was eigentlich Leute im Pflegewesen und im Gesundheitswesen für uns tun. Und zum Beispiel die Löhne erhöhen. Da gibt es aktuell wohl Pläne von der Bundesregierung, von Hubertus Heil. Ich hoffe, das passiert. Und ich hoffe, diese Leute kriegen endlich mal eine anständige Bezahlung. Dann wird der Job auch attraktiver und die Leute, die darin bereits arbeiten, werden entsprechend angemessen entlohnt, dass die unterbezahlt waren und völlig überlastet, war auch schon vor der Corona-Krise leider so. Vielleicht ändern wir es ja jetzt. Danke fürs Zusehen, schreibt weitere Kommentare und Themen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und ciao.